Kann man da nicht jetzt Kritik am ukrainischen Präsidenten Zelensky üben? Muss man nicht üben, ist schon fertig hier. Ja, die Welt ist erschüttert über die verstörenden Bilder aus der Ukraine. Finden Alexandra und Elena einen Mann aus Deutschland? Alle paar Wochen finden organisierte Speed-Dating-Partys in Kiew für 650 Euro statt. Ich will mich verlieben. Speed-Dating in der Ukraine. Ja, ist es noch geschmacklos oder im Angesicht des Grauens kompletter Autismus? In seiner schlimmsten Form, dem berüchtigten Whataboutismus. Noch vor anderthalb Jahren lud ProSieben zum Bums-Bingo im Bürgerkrieg und unterschlug dabei auch interessante politische Aspekte nicht. Es gab wirklich in diesem Land und in der Sowjetunion und dann in der Ukraine so viele Kriege. Und das bedeutet, viele Männer wurden umgebracht und es gibt nicht genug. Dann kommt Problem mit Alkohol, mit Drogen und so weiter und so fort. Und Frauenüberschuss als Folge. Inzwischen hat der russische Nachbar die Kontaktbörse auf Homeservice für deutsche Männer umgestellt. Und der Film von ProSieben sollte vom internationalen Steifen Kreuz untersucht werden. Denn ihm fehlt ja wohl mindestens ein Hinweis der Redaktion. Viele Archivschinken stammen jetzt von vor dem Ukraine-Krieg, auch wenn in der Ostukraine schon ziemlich lange Krieg ist. Oder ein Nachtrag vom März 22. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Völkerrecht Offshore-Konten des Präsidenten nicht als Grund für einen Angriffskrieg akzeptiert. Ja, da geht es um diese Pandora Papers, dem größten Datenleak über Steueroasen. Und darin tauchte ein Firmengeflecht des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf. Und das kommt einem heute natürlich vor, oh Gottes Willen, wie letzten Oktober. In den Nullerjahren tumultierte eine Comedy-Truppe durchs ukrainische Fernsehen. Die benannten sich nach ihrem Wohnviertel, dem Quartal 95. Star der Truppe war Volodymyr Zelensky, der auch mit derbem Humor für Skandale sorgte. So nannte er den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ein Bettler. Und die Ukraine selbst eine Schauspielerin in einem deutschen Film für Erwachsene, die bereit ist, jede beliebige Nummer zu akzeptieren. Die Shows der Zelensky-Truppe liefen exklusiv beim Sender 1&1 des ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoyski. Ну так они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт там от 10 до 20 миллионов. Ja, sagt er hier, ich habe sie unter Vertrag genommen. Sie verdienen gut bei mir 10 bis 20 Millionen im Jahr. Ja, und soweit so Brainpool. Ne? Aber deswegen muss ja Stefan Raab jetzt nicht deutscher Bundeskanzler werden. Parallel zum Aufstieg Zelenskys als Fernsehstar entstand auf Malta eine Firmengruppe um Quartal 95. У серці мережі раніше невідома компанія Maltex Multicapital. Die Maltex Multicapital und ein verschlungenes Gewirr von Tochterfirmen gehörte Zelensky und seinen Comedy-Kollegen. Parallel entstand um die Zeit eine Idee, die man inzwischen kennt. Слуга народу. Слуга народу. Die Serie Diener des Volkes, in der Zelensky diesen Lehrer spielt, der versehentlich Präsident wird. Sein Programm? Kampf gegen Oligarchen, die die Ukrainer berauben. Die Oligarchen kaufen Eigentumswohnungen in London, schimpft der Fernseh-Zelensky. Währenddessen kaufen seine Maltex-Geschäftspartner über das Firmengeflecht Eigentumswohnungen in London. Steuerfrei. Im Wahlkampf 2019 attackiert der echte Zelensky den Amtsinhaber Poroschenko. Перший Петро Порошенко каже, я бізнес передав сліпий траст, а другий збільшує свої статки за рік 82 рази. Er habe sein Vermögen mit einem Blind Trust um das 82-fache gesteigert. Zur gleichen Zeit überträgt Zelensky privat seine Anteile am Maltex Multicapital-Geflecht an seine Partner. Fünf Wochen drauf entsteht eine zweite Urkunde, nach der Zelensky weiterhin Dividenden bezieht von dem Konglomerat, an dem er gar nicht mehr beteiligt ist. Das ist illegal. Der wahlkämpfende noch Präsident Poroschenko holt also zum Gegenschlag aus. А коли ваш партнер, бізнес-партнер, який обікрав Україну 41 мільйон доларів, з рахунку Приватбанка заплатив вам особисто. Sage uns, wann dein Geschäftspartner, der die Ukraine ausgeraubt hat, 41 Millionen US-Dollar von seiner Privatbank an dich persönlich überwiesen hat, an deine geheimen Offshore-Konten. Die Frage blieb offen und unbeantwortet.
Zelenskys Senderchef und Auftraggeber Kolomoisky besaß tatsächlich eine Bank, die ukrainische Privatbank. Die hatte tatsächlich 41 Millionen an die Zelensky-Firmen überwiesen und rauchte ab, später unter mysteriösen Umständen und mit 5,5 Milliarden US-Dollar Verlust. Das Geld war einfach weg. In den USA bekam Zelenskys Förderer Einreiseverbot wegen Korruption. Der Comedy-Kumpel und Immobilienkäufer von London, Sergei Schäfir, war der Produzent von Diener des Volkes und ist nun erster Berater des Präsidenten Zelensky. Der Mäzen und Förderer Zelenskys, also Ihor Kolomoisky, kehrte aus dem Exil zurück in die Ukraine, exakt nachdem Zelensky die Wahl 19 gewonnen hatte. Und diese ganze Geschichte wurde durch die Arbeit von 600 Journalistinnen und Journalisten an den Pandora Papers aufgedeckt und von einer ukrainischen Journalistin, Olena Loginova, verfilmt. Das Original ihrer Doku posten wir in die Kommentare. Und mehr wird in der Sache vorerst ja auch nicht kommen. Die Seite Ukraine verstehen, die die Recherche auch hier in Deutschland ausbreitete, ergänzt heute, alle Kritik ist angesichts der aktuellen Situation bedeutungslos geworden. Und die Website Slitstvo.info, die die Ukrainer über Pandora aufklärte, meldet, die Chefkorruptionsermittler der Ukraine haben die Arbeit eingestellt und bauen Molotow-Cocktails an der Front. Tja, und wo haben Sie gedient? Im Nirvana. Oder wie man heute sagt, in der aktuellen Bundesregierung. Schon als Olaf Scholz im Bundestag seine Zeitenwende verkündete, war ich krachend neidisch. Als ich 1980 durch die Gewissensprüfung fiel, beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Also jedenfalls gab es da hinterher keine... Standing Ovations. Und das gilt natürlich dem ganzen Bundeskabinett. Streichen wir zuerst mal die Frauen. Die können ohnehin in Deutschland nur im Kriegsfall einberufen werden, im Alter zwischen 18 und 55 Jahren zu medizinischen Diensten. Und so weit ist es noch nicht. Bleiben nur die Jungs über. Kanzler Scholz gestand erst voriges Jahr eine Lücke im Lebenslauf, seinen Zivildienst im Pflegeheim. Vizekanzler Habeck, Ersatzdienste beim Verein Leben mit Behinderung Hamburg. Und die Wumme verweigerte auch ausgerechnet Arbeitsminister Weidmanns Heil. Wie auch FDP-Kollege Marco Buschmann. Und der eröffnet jetzt den Reigen und die Sonderkategorie Männer für gewissen Stunden. Nach geleistetem Zivildienst rückte Justiz-Buschi nochmal für 5 Tage zu einer Wehrübung ein. Cem Özdemir wurde, so vermutet er, bei der Einberufung als frisch Eingebürgerter einfach vergessen, machte aber dann später freiwillig 5 Tage Bundeswehr-Quickie auch in Munster. Mit Kumpel dabei und echt schießen. Selbigen Vogel aber mal wieder ab, Christian Lindner, dem der Barras einfach bei der Karriere quer kam. Also hat er in der Gewissensprüfung gelogen. Ich habe sie total, total angeflunkert und Gewissensgründe vorgegeben, die in Wahrheit nicht bestanden haben. Lindner leistete Zivildienst als Hausmeister in einer Bildungseinrichtung und machte anschließend den Schnellkurs zum Major der Reserve der Luftwaffe. Karl Lauterbach spezialisierte sich ja schon sehr früh auf Krankheiten und war untauglich. Und damit bleibt Bundesverkehrsminister Volker Wissing, oder wie wir ihn ab jetzt liebevoll nennen wollen, unser V1, das einzige Mitglied des Bundeskabinetts, das vielleicht gedient haben könnte, wenn es mal endlich herhören, Pressestelle. Verdammt nochmal. Unsere Anfrage beantwortet. Weggetreten. Und nun noch das männerfeindlichste Lied aller Zeiten. Und der Text ist von einem Mann. Aber die Musik ist von ihr und diese geile Signature-Line, 5 Töne in der Basslinie und Sie wissen Bescheid. Heute vor 24 Jahren ist sie gestorben. Ich will sofort die Männerbeauftragte sprechen. Dann scheue ich der einen.